Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Im letzten Part haben wir die Cyborg-Saga fertig gemacht und jetzt machen wir weiter mit der Buu-Saga. Gestern habe ich es gesagt, wo ich aufgenommen habe. Es waren 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kämpfe, die wir bestehen müssen. Vielleicht schaffen wir die auch in einem Part. Mal gucken. Das werden wir sehen. Schicksalskampf Son Goku vs. Vegeta. Goku and the others infiltrate Babidi's spaceship to put a stop to his evil plans. During the fight with Babidi's underlings, Vegeta was consumed with the need to fight Goku and purposely let himself be caught in the spell. Ja, Vegeta lässt sich auf Babidis Zaubersprüche ein. Man muss ja dazu sagen, sie wurden von dem Babidi-Versteck in die Arena zurückgeportet und da hat Vegeta dann gezeigt, hier, ich töte Leute, nur um damit die jetzt kämpfen zu können. Ich will nicht Majin Buu keine Energie geben. Ich werde das jetzt schnell mit meiner vollen Power beenden. Ich schaue vorwärts. Let's see the fruits of your training in Otherworld. Here we go. I'll kill you, Kakarot! Fight! Gucken, ob wir hier vielleicht... Alter, mit deinem scheiß Energieblast. Alter. Jetzt, weg mit dir. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Meteor Crash. Geile Attacke. Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Vielleicht haben wir ja Glück mit Dragon Ball. Nein. Leider, leider kein Dragon Ball. So, jetzt ganz schnell. Jetzt noch kein weiteres Ereignis. Auch kein Dragon Ball, fuck. Majin Buu ist at full power. Majin Buu has finally revived. Wait, wait. A power. An enormous power has appeared. Majin Buu has finally appeared. It has to be. Who cares? That has nothing to do with our fight! Everyone's going to be killed! Everyone! Boah, hast du Schwein gehabt, du kleine Ratte! Ah, danke, wir haben Dragon Ball, er hat uns direkt reingekickt. Danke, Vegeta. Und falls gefragt wird, man kann pro Stage, sag ich jetzt mal, wenn man einen Dragon Ball findet, nur einen Dragon Ball finden. Es gibt nicht mehr. Und wenn man natürlich alle gesammelt hat und Shenlong noch nicht gerufen hat, dann erscheinen, glaube ich, auch keine weiteren Dragon Balls in den Stage, bis man sie benutzt hat. So, damit hast du nicht gerechnet, ja? Vegeta? Oh, ich habe sogar noch getroffen. Sehr gut. Okay. Auf geht's. Man muss ja auch sagen, in der Serie hat ja Son Goku den Kampf verloren.
hier gewinnen wir. So, bleiben noch 4 Kämpfe in dieser Saga. Wie ich auch im letzten Part schon gesagt habe, das gegen Ende der Majin Buu-Saga, ich glaube, entweder letzte oder vorletzte Kampf, da kann es wirklich passieren, dass ich dann den Schwierigkeitsgrad runterdrehen muss, weil das, ja, gegen Kid Buu, das ist nicht so leicht. Weiter geht's mit den Adieu, dem stolzen Krieger. Majin Buu was finally awakened by Goku and Vegeta's fight. Vegeta is among the Z fighters who were beaten. However, it is the first time he fought for someone besides himself. Das bedeutet, wir müssen mit Vegeta Majin Buu versuchen zu schlagen. Das war aber auch ein geiler Abschied in der Serie von Vegeta, dass er sich selbst gesprengt hat. I'm not going to hell by myself. I'm taking you with me. You make Boo mad. Boo make you dead. Ach, Alter, der hat. Na ja, okay, es wird schon sagen, dass es ausgeglichen ist. Weil so viel Leben ist ja nicht auseinander. Du lässt dich aber leicht treffen, dicker Buu. Erstmal, ich brauch meine. Oh nein! Das war ein Fehler. Okay, das können wir aufgeben. Ich habe ganz vergessen, Majin Vegeta hat eine so. Also diese, wo sich Vegeta selbst sprengt und da tun wir bis auf 1% unseres Lebens so gesagt vergeuden. Und damit hätten wir keine Chance mehr gehabt. Ich habe das total vergessen. Ich dachte, der hätte jetzt das feine Flash noch, aber da war ich jetzt in Irrtum. Als Majin Vegeta hat er diese Selbstzerstörung Ding. Deswegen ist das, dürfen wir die nicht einsetzen. Auf jeden Fall aufpassen, ich darf die nicht einsetzen. Vielleicht muss ich. Vielleicht doch eher sagen. Dass ich da wenigstens mich booste oder sowas. Keine Ahnung. Okay, er hat jetzt noch einen Felsen gesprengt. Das hat aber auch eine ganz komische Reichweite. Quicktime-Events, ich bin da einfach raus, ey. Das ist überhaupt nicht meins. Die Urknallattacke, du fettes Schwein. Way to go, Dad!
erstmal Zeit gewinnen. Dragon Ball, wo bist du? Aber es hat dir nochmal einen Boost. Stolzer Prinz. Steht auch nicht da, was das macht. Okay, der Debuff kommt trotzdem. Auf die Fresse. Sorry, dass ich da mich jetzt ein bisschen konzentriere, aber ihr kennt das ja. Nein, 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 nein! Majin Buu, bitte, 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 lass mich. Das war doof. Das war wirklich doof. Müssen wir den Kampf nochmal machen. Wir hätten noch eine Zeit lang bestimmt aushalten müssen, bis das nächste Ereignis kommt. Und ja, man sieht, das ist nicht gerade einfach momentan. Ich überlege gerade, wie es mit den nächsten Kämpfen dann aussieht, nach der Majin Buu-Saga. Die scheinen dann alle wieder relativ leichter zu sein, selbst auch schwer. Ich darf mich einfach nicht so oft von dem Arsch treffen lassen. Zur Not werde ich einfach cheaten und werde den Gegner hauptsächlich mit Ki-Angriffen aufs Maul geben. Ja. Das war haarscharf. Die Fresse, Majin Buu. Sagen wir schon. Ey, ich habe eine Taste vielleicht nicht rechtzeitig gedrückt hier und da kriege ich eins auf den Sack, ey. Blöder Penner. Aber bis jetzt, obwohl der hat sich wieder sein Leben regeneriert nach dem Ereignis. Dieser kleine Hund. Eieiei, ey. Gegner weiß, wie er mich dann austricksen kann. Das war eigentlich durchaus bei der Rumcruisen.
Ja, mach nur dein. Ach Mist, ey. Ich muss weiter schön entweder auf Zeit spielen. Ich wollte doch gar nicht dahin. Halt die Fresse, Alter. Schon. Oh, hätten die BW jetzt ein bisschen Leben geben können. Komm, wir stellen den Schwierigkeitsgrad für diesen Kampf runter, ey. Leck mich am Arsch, ey. Das ist wirklich kacke. Stellen es auch nochmal. Ich habe noch nicht vergessen, dann im nächsten Kampf dann wieder den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Weil das wäre dann unpraktisch. Aber es bringt aber auch nichts, wenn ich dann an diesen paar, also in den nächsten paar dann immer noch an diesen Kampf hänge. Deswegen seht es mir nach. Nicht, ey. Fick dich einfach, ey. Ich glaube, in Nahkampf zu gehen, ist das Dümmste, was ich machen kann. Er ist nicht nur fett, sondern auch stark. Natürlich weichst du aus, ey. Darf ich mich jetzt mal erholen, du dumme Sau, ey? Mach mir einen Akku, Junge. Das Ereignis. Kreis, Kreis, X, Dreieck, Kreis, Kreis, X. Eieiei, ey. Aber auf normal geht das schon ganz gut klar. Dragon Ball. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Debuff eigentlich anhält. Oh, das tut weh. Er hat nicht genug Ki. Ich weiß jetzt nicht, ob das nämlich die letzte Attacke durch das Ereignis ausgelöst wird oder...
on. Who knew having someone to protect could draw this much strength? Kakarot, I think I understand now why you've always been so strong. So, den Kampf auch erledigt. Gott sei Dank, ey. Einen Kampf schaffen wir noch in dem Part. Es war jetzt nicht cool, dass ich da jetzt unbedingt den Schwierigkeitsgrad runterstellen musste, aber ich habe das ja, denke ich mir mal, im ersten Part schon erklärt, dass gerade bei Majin Buu Saga, das schwierig wird. Finale Fusion. The Potara Fusion Earrings are a mysterious item that allows two people to merge if worn. Goku goes to the battlefield with the Potara Earrings. Meanwhile, Vegeta, who was thought to be dead, appears before Goku, thanks to King Yemma's cleverness. Also werden wir als Vegeto spielen. Ja, der Fan-Favorit der Fusion neben Gogeta. Found you! Vegeta, don't talk! Just put this on your right ear! So, Super Buu hat schon, ultimativ Gohan absorbiert, nachdem er von den Kaioshin irgendwie so ein Ritual gemacht worden ist. Danke. Das dürfte auch sich als schwierig erweisen. Alter. Alter, jetzt reicht's doch mal. Lass mich doch mal weg, ey. Hier ist auch nur blöd, dass man eben halt in den Spiel nicht reingemacht hat, dass, weil Vegeta war ja schon tot. Und ihm fehlt einfach der Heiligenschein. Wirklich nichts anbrennen. Nein, er hat es auch noch erwischt. Und eine Leiste schon mal weg, ey. Ich könnte kotzen. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, ey, was? Hier, ich komme noch nicht mal zum Schlag. Warum? Der nimmt mich hier komplett auseinander, die dumme Sau. Krasse, ey. Ja klar, er kann auch Nachbild einsetzen. Haben wir überhaupt als Ulti, bevor ich Finale Kamehameha.
Trifft natürlich nicht, weil das dumme Schwein ausgewichen ist. Oh, merkt ihr, ich komme langsam nicht mehr richtig klar. Ey, ich hab doch diese eine Millisekunde, die mir gefehlt hat. Und jetzt nimm das, du dumme Sau. Willst du mich rollen? Das kann doch nicht sein, ey. Dass der jedes Mal ausweichen kann, ey. Auch nicht immer dasselbe machen. Das war der alte Kaioshin, der da mit Vegeto gesprochen hat. Für die Leute, die es nicht wissen. Ja, ist doch gut. Ey, der ist so schnell. Der ist wirklich so. Das ist keine, genau. Jetzt aber, das trifft jetzt. Los. Du willst mich doch rollen. Der wischt mit mir wirklich den Boden. Ich kann doch nicht mal meine Ulti einsetzen hier. Du dummes Schwein. Oh, danke fürs Reinfliegen. We get it! Please! Please just finish it already! Now then, I'm growing tired of this. So how about I finish this now? Ich hab alles korrekt gedrückt, vielleicht war ich zu langsam hier. Wieder nicht wetten. Die von Gotenks. Und jetzt sehe ich jetzt erst, wir hatten den schon fast auf gelb runtergekloppt, ey, und der hat wieder seine scheiß Leben generiert. Ich will doch nur einmal mit den scheiß Ulti treffen. Geht doch. Ich kann den noch nicht lenken, der geht einfach nur stracks nach vorn. Tja, meins habe ich als erstes ausgelöst. Jetzt haben wir den Spieß umgedreht, mein Freund. Tja, das war dein Problem. Hättest du den Boost nicht gemacht? Oh, vergib mir.
was going to play with you a little longer, but I got carried away. Ich meinte natürlich den Buff, den er sich gegeben hat. So, dann werde ich hier erstmal den Part beenden und im nächsten Part mache ich dann den restlichen des Buu-Arcs. Und dann machen wir weiter mit Kampf um die Galaxis. Also Leute, haut rein und ciao.